Sie sind das neue Traumpaar der aktuellen Staffel Sturm der Liebe. Doch Moment mal, warum stehen dann drei Personen in der Lobby des berühmten Fürstenhofs? In der 20. Staffel haben die Macher der ARD-Erfolgsserie sich eine Neuerung überlegt. Statt eines Traumpaares gibt es diesmal ein Traumtrio. Martin Balde und Robin Schick in den Rollen von Vincent und Philipp buhlen um Traumfrau Anna, gespielt von Soluna Delta Kokol. Was muss man tun, um ihr Herz zu gewinnen? Klar ist, dass man für die Liebe so einige Hebel in Bewegung setzen muss. Das wissen die drei neuen Hauptdarsteller aus eigener Erfahrung. Im bunte.de-Interview im Rahmen des offiziellen Pressetages der neuen Staffel verrät das Trio, was es im echten Leben schon für verrückte Dinge aus Leidenschaft getan hat. Ich bin meiner Frau, bin ich mal hinterher geflogen in eine Stadt, um sie kennenzulernen im Ausland. Einfach nur, um sie kennenzulernen. Ich kannte sie flüchtig und habe herausgefunden, dass die da und da ist, und dann bin ich dahin geflogen. Ich habe tatsächlich was Ähnliches gemacht wie Martin. Ich kannte die Person nur schon länger und habe mich dann aber enorm in diese Person verliebt. Habe mir dann ein Ticket relativ spontan gekauft, ein Flugticket, und bin ans andere Ende der Welt für diese Person geflogen. Ich glaube, manchmal ist es verrückt, Beziehungen mit Menschen einzugehen, wo man weiß, geht das gut aus oder auch nicht. Das Herz antwortet dann anders. Ja. Wer das Herz der Anna im Sturm erobern wird, ist noch ungewiss. Doch die ein oder andere verrückte Aktion werden wir von Vincent und Philipp wohl auch auf dem Bildschirm sehen dürfen.